Ja, moin, wollte ich mal sagen. Ich bin der Webmaster von der heilmusik.de und ich habe neulich eine E-Mail gekriegt von dem Svensson. Der ist ein Gitarrist in Bonn und der hat sich bei mir bedankt für die Texte, die ich auf der heilmusik.de habe und die meinte, die hätten ihn zu einem neuen Stück inspiriert. Das habe ich mir dann angehört und ich fand es ziemlich erstaunlich, denn Svensson habe ich jetzt hier im Skype im Interview. Und wollte gleich mal fragen, also in einem Zeitalter, wo die Popmusik eher immer lauter und die Rockmusik immer schneller wird, hast du dich an eine Sache rangewagt, die völlig out of the time scheint? Und ich wollte dich mal fragen, wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, ein Musikstück aufzunehmen, das eher in eine therapeutische oder ja, andere Musikrichtung geht? Also die Idee dafür existiert schon ziemlich lange. Und ich sag mal, ich habe schon alles andere ausprobiert. Also Pop, Rock, sehr kommerzielle Musik, irgendwie Radioversionen, die unbedingt 3 Minuten und 10 Sekunden lang sein müssen und so weiter. Und gerade eine Klangreise oder irgendwie also Musik mal anders zu interpretieren. Also jetzt nicht als Kunst, sondern als Heilform habe ich halt noch nicht gemacht. Also Klangreisen sind uns ja eher von den 70ern bekannt, als die Gitarrensoli genauso lange wie die Haare waren, sag ich mal. Und also ich fand das ziemlich ungewöhnlich, dass im Jahre 2011 ein ziemlich guter Gitarrist auf die Idee kommt, sich in so eine neue Sache reinzuwagen. Und ja, deswegen habe ich mal Kontakt mit dir aufgenommen und wollte die Sache ein bisschen promoten. Jetzt wäre meine Frage an dich, aus welchem musikalischen Hintergrund kommst du eigentlich? Also bist du der geborene Rockmusiker oder bist du auch unterwegs mit John Dowland und den englischen Gitarristen? Wo ist so deine musikalische Heimat? Ich sag mal, also für mich ist ganz wichtig, einfach schöne Musik zu spielen, egal mit wem. Ich habe früher angefangen, natürlich als Rocker. Wir haben angefangen, irgendwie in Hessen auf dem Dorf eine eigene kleine Band zu gründen. Und da ging es immer irgendwie weiter. Aber momentan ist es egal, mit wem ich spiele, ob ich jetzt mit einem Udd-Spieler in Ägypten zusammen Musik mache oder ob ich mit einem ganz tollen Gitarristen aus Australien zusammenspiele. Hauptsache ist Musik und die Interaktion, was da passiert. Jetzt kann man es ja mal verraten, das Musikstück, über das wir gerade reden, das heißt Journey of Isis und das ist in einer ganz bestimmten Tonart aufgenommen. Was ist das für eine Tonart und warum hast du diese Tonart gewählt? Also ich habe das Stück, dieses Fragment, also das Stück hat bestimmte Phasen und ein Fragment kann man auf der Gitarre ziemlich gut und einfach spielen. Das habe ich erstmal in eine andere Tonart gesetzt und habe mich dann aber lange mit Planetenfrequenzen und Klängen befasst. Habe alle Sachen über Kepler und so weiter gelesen und dachte, okay, war dann auch bei dir auf der Seite natürlich, habe mich quasi auch im Internet schlau gemacht. Und habe dann die Gitarre auf Cis gestimmt. Das ist quasi der Erdenton. Okay. Warum hast du den Erdenton gewählt und beispielsweise nicht den Mond? Also ich denke mal, wenn wir das Stück hören, werden wir das ja erstmal nur auf der Erde tun. Ja. Und was ich auch dann faszinierend fand, ist, dass zum Beispiel alle meine indischen Kollegen, die Sitar spielen oder die Buddhisten, die im Kloster das Om anstimmen, dass es immer quasi auf dieser Frequenz, also auf dem Cis-Ton angestimmt wird und auch die Aha. indische Musik auf Cis gestimmt wird. Okay, jetzt hast du für das Stück auch einen bestimmten Rhythmus gewählt. Habe ich so die Empfindung. Kannst du darüber was erzählen? Das ist ziemlich interessant. Also ich habe zwei Analog-Delays, einen auf den rechten und einen auf den linken Kanal von der Stereoaufnahme gelegt. Also ich muss jetzt kurz einschreiten und erklären, dass das ein Echo ist für die Leute, die sich nicht so genau auskennen.
Okay, also das Stück hat einen Grundrhythmus, der aber nur von einem Echo getragen wird. Also es gibt kein Schlagzeug oder so, sondern es gibt wirklich nur diese Echo-Wiederholung. Und die ist angelehnt an ein Herz, an den Herzschlag von einem normal gesunden Menschen. Das bedeutet, dass das Stück eigentlich, wenn man das hören, wenn man das hört, eine beruhigende Wirkung haben sollte. Das meine ich ja, was interessant ist, wenn ich jetzt verschiedene Probanden, sage ich jetzt mal, das Stück hören lasse, dann kommt das wirklich darauf an, was die für einen Herzschlag haben. Also jeder Mensch hat ja einen verschiedenen Herzschlag. Wenn jetzt Leute eher so, ich sag mal, einen Herzschlag unter 75 Schläge haben, für die ist das Stück dann eher so anregend. Und dadurch, dass ich ja auch mit diesem Echo spiele, quasi, dass ich manchmal davor und dann auch dahinter spiele, zurücknehmen, um wieder eine Ruhephase zu erreichen. Also du meinst vor dem Takt und hinter dem Takt. Genau, hinter dem Takt, der das Echo gibt, quasi. Ne? Und also da kann man sehr interessante Effekte bei Menschen erzielen. Also auch, dass Leute sagen, boah, ich krieg Herzrasen. Gerade wenn das Stück so in die Endphase geht, auf so einen gewissen Climax. Also es sind ja ein, zwei Höhepunkte dann drin. Ja. Dann hat es auch schon Leute gegeben, die ich vielleicht so als sehr gemütlich bezeichnen würde, mit einem ruhigen Herzschlag, denen das dann teils sogar zu heftig war. Aha. Wie lange hast du an dem Stück konzipiert? Ist das hat das mehrere Wochen des Grübelns gebraucht oder ist das eher in der kurzen Zeit entstanden? Also ich sag mal, die Idee, das konkret zu bannen auf CD und dass es jeder irgendwie benutzen kann, das hat so 6 Wochen gedauert. Das waren die 6 Wochen im Sommer. Und auch da das Stück eins zu eins eingespielt worden ist, also ich habe nichts irgendwie geschnitten oder so, ich habe mich hingesetzt und habe das 16 Minuten halt eingespielt. Halt mehrere 16 Minuten. Und habe dann irgendwann die besten 16 Minuten genommen. Okay, wie viel Text hast du gebraucht? Ja, ich würde sagen so. Also gute 10 waren es schon, Ja, die ich durchgespielt habe. das ist ein hoher Preis, also dafür, dass es unbearbeitet quasi am Stück aufgenommen wurde. Da ist bestimmt ein Tontechniker auch nervös geworden, wahrscheinlich bei der spätestens ab der fünften Wiederholung. Kann ich mir vorstellen. Ja, ich sag mal, wenn er mit mir zusammenarbeitet, da braucht man gute Nerven, ich bin Perfektionist. Ich kann mal den Tipp geben, auf YouTube unter dem Namen Svensson ein bisschen zu suchen. Da sind einige Stücke von dir zu sehen, auch in sehr verschiedene Musikrichtungen, wie ich finde. Und also ich kann dich nur dazu beglückwünschen, dass du den Mut gehabt hast, mal in eine ganz neue Musikrichtung einzusteigen. Und das Einsteigen geht gleich auf die nächste Frage von mir hinaus. Was können wir da von dir in Zukunft noch erwarten? Hast du da Pläne? Kriegen wir demnächst das Stück, das 1 Stunde dauert und Dolby Surround aufgenommen ist? Also ich habe jetzt ganz vorsichtig angefangen, auch mit The Journey of Isis zum Beispiel dich zu kontaktieren und auch ganz viele Musikerkollegen, die ich jetzt so angestoßen habe, habe gesagt, hey, hör dir das mal an, nimm dir mal Zeit, nimm dir 20 Minuten, leg dich aufs Sofa, hol den Kopfhörer und hör dir mal das Stück an. Und ich habe schon viele Rückmeldungen, die auch schon gesagt haben für 2012, hey, super oder hey, lass uns auch mal sowas machen. Jetzt zum Beispiel ein Percussion Player, der super toll trommelt, sagt, hey, also genau sowas, aber bei dem Stück fehlt was. Sagt, Ja. ja, natürlich sagt er das, weil er ja trommelt. Und jetzt so eine Idee wäre, nochmal so also einen ähnlichen Journey zu machen, aber Ja. dann vielleicht mehr so in die, ich sag jetzt mal, keltische oder nordische Richtung. Ja. Natürlich auch mit Gitarre und dazu dann vielleicht Gesang und Sopransaxophon. Das wäre jetzt so ein Projekt von Freunden, die ich das Stück auch schon gezeigt haben, die es ganz toll fanden. Ja. Und ja, mal gucken. Halt, wie gesagt, mit dem Trommler, das wäre noch so ein Ding, ne? Und dass man dann vielleicht jetzt, also The Journey of Isis war jetzt ja nur so eine Single-Auskopplung, dass man wirklich sagt, okay, man legt dann mal eine EP vor mit
drei, vier Stücken und die werden dann bestimmt auch 60 Minuten lang sein, denke ich mir mal. Na wunderbar. Hattest du Probleme beim Release von deinem Material? Hast du Leute gufunden, die da gleich Interesse dran hatten, oder musstest du da viele Haustüren einrennen? Also ich sag mal jetzt, obwohl du sagst, es ist so ein 70er-Ding irgendwie, gibt es noch ganz, ganz viele Leute, die solche Musik anbieten. Ich glaube auch, das ist vielleicht so eine bisschen eingeschworene Gemeinde. Ja, das Und ist wohl wahr. da irgendwie mal was Neues oder mit einer anderen Herangehensweise was anzubieten, ist schwer. Aber jetzt, ich habe gute Presse bis jetzt bekommen. Und auch so die Downloads knacken. Also das wird bei Amazon auch runtergeladen. Ja. Und ich denke mir, das braucht jetzt aber Zeit. Also ich denke mir, so ein gutes Jahr sollte man auf jeden Fall warten und dann kann man dann mal Bilanz ziehen. Und wie gesagt, das war ja auch jetzt nur so eine Idee. Das war jetzt für mich einfach Zeit, das zu machen, weil die Idee schon lange da war. Und ich denke aber, dass das nur ein Anfang war. Also da wird auch noch jetzt was folgen, denke ich mal. Okay, wunderbar. Da kann ich mich nur mal dafür bedanken, dass du dich bei mir kontaktet hast und dir viel Erfolg für die Zukunft wünschen. Und am Ende möchte ich natürlich noch darauf hinweisen, dass das Stück Journey of Isis bei iTunes auch runterzuladen ist, nicht nur bei Amazon.